Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das heutige Video habe ich mir was überlegt, was ich so noch nicht auf meinem Kanal gemacht habe. Und zwar ein First Impression mit Lounge. Ich habe das Paket noch nicht ausgepackt. Wir machen das gleich alles zusammen. Ich habe zwar schon mal bei Lounge bestellt, aber schon was länger her. Und ich habe auf jeden Fall nicht so specialige Sachen bestellt, also früher. Und diesmal ist die Bestellung ein bisschen spicy, ein bisschen passend zu Valentinstag. Deswegen, falls ihr noch irgendwelche cuten Pieces für Valentinstag braucht oder einfach so, schaut gerne bei Lounge vorbei. Ich verlinke euch die ganzen Sachen unten in den Infobox. Die haben wirklich alles an Farben, alles an Körbchengrößen, alles an Unterhosengrößen. Also wirklich, deren Auswahl ist so, so, so vielfältig. Ich glaube, jeder wird da fündig. Früher hatten die nur so ungefütterte BHs. Mittlerweile haben die das auch. Aber mittlerweile trage ich auch nicht so gerne, deswegen, yes. Ich bin heute irgendwie nicht so ganz zufrieden mit meinem Make-up und mit meinen Haaren. Ich sehe ein bisschen aus wie Mozart, aber damit müssen wir jetzt leben, weil ich muss das Video heute abdrehen, damit ihr es noch vor Valentinstag sehen könnt und damit ihr noch eure spicy Sachen bestellen könnt. Ich würde sagen, wir packen das Paket erstmal zusammen aus. Da sind jetzt die Sachen. Oh mein Gott, die sind so pretty. Ich würde sagen, ich packe die Sachen erstmal aus und dann zeige ich euch das setweise. Da fangen wir mal mit einem, oh mein Gott, das ist so wunderschön, mit so einem nicht so, also was ist nicht spektakulär, aber einen, der nicht nur zu Valentinstag passt, beziehungsweise mal was anderes ist, für die Leute, die nicht immer rosa und rot und diese Farben tragen, habe ich erstmal so ein blaues Set bestellt. Und Leute, diese Details, hier so eine Schleife, da drin ist es noch eine Rose, hier noch die Rosen. Ich meine, guckt euch das an. Es ist in einem Blau, es ist in einem hellen Blau, in so einem Babyblau würde ich eigentlich sagen. Eigentlich perfekt zu meinem Hemd. Ja, hier vorne sind Rosen mit so einem Mesh und eine Schleife. Was ich richtig cool finde, ist diese Bändchen hier, das ist so, you know, das ist nicht nur eins, sondern so zwei. Und ich mag das sehr, dass hinten hier oben ein bisschen Stoff ist, weil das ist ja das, was aus dem Purpose rausguckt. Und ich mag das nicht, wenn das oben so dünn ist wie hier. Irgendwie finde ich das, ich weiß nicht, ich finde es einfach ganz eklig. Also immer, wenn ich das sehe, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ekle ich mich. Ich kann es euch auch nicht erklären, warum, aber irgendwie ist das nicht so mein Ding. Auf jeden Fall ist das die wunderschöne Unterhose. Das habe ich, die Unterhose habe ich in M. Ich habe eigentlich alles in einer M und in einer 75 oder 80 C, meine ich. Und das ist jetzt der wunderschöne BH dazu. Ich meine, guckt euch den an. Guckt euch den an. Mir fehlen einfach die Wörter dafür. Also hier an den Verschlüssen steht nochmal Lounge. Hier unten steht Lounge. Es ist sehr, sehr feminin. Es ist, Leute, ich muss euch einfach sagen, wie es ist. Ich bin einfach sprachlos. Ich habe noch nie so, also ich habe ein BH von Lounge, glaube ich, oder zwei. Aber sowas Schönes habe ich noch nie gesehen. Mit so, auch mit Rosen und hier noch, ich weiß gar nicht, wie man das alles nennt, aber es sieht wunderschön aus. Ich sage euch, wie es ist. Dann ist hier noch ganz normal hinten Verschluss im Blau. Kann man ein bisschen enger stellen, wenn man mag. Was ich auch super finde, ist, dass man die Träger enger und dünner machen kann. Und was ich bei Lounge so gut finde, ich meine, guck mal, ihr könnt das so eng stellen. Kein Mensch trägt das so eng. Aber ich finde das so gut, dass man das so eng stellen kann. Ich hatte letztens noch einen BH an. Ich weiß gar nicht, woher der ist. Aber den kann man nur gefühlt einen Zentimeter enger stellen. Und jetzt ist der mir halt viel zu groß. Weil ich habe schon bisher meinen Brüsten so abgenommen und ich habe generell abgenommen und an meinen Brüsten halt sieht man das halt auch sehr. Und das fuckt jetzt richtig ab, weil ich das dann halt nicht enger stellen kann und dann sieht das halt einfach blöd aus. Also das ist schon mehr so ein girly Set und das ist jetzt nicht so specialig wie das erste, würde ich mal sagen. Also klar, es ist sehr viel los, sag ich mal, so sehr viele Blumen drauf. Hier ist das bisschen auch so wie so abgedeckt mäßig, aber der Nibble, der ist trotzdem zu sehen, gehe ich mal stark von aus.
Ja, der hat zwar jetzt nicht so viele extra special details, aber hier hinten steht einmal Lounge, dann hier unten und ja, es ist in so einem rosa, hellrosa und so einem knalligen rosa und den finde ich auch ganz süß. Die Träger kann man wieder verstellen, die sind in einem Silber, die Verschlüsse. Der ist auch ganz süß, aber ich muss sagen, der erste hat mir schon ein bisschen mehr angetan. Aber den finde ich auch ganz, ganz süß. Und rosa ist irgendwie auch voll meine Farbe geworden in letzter Zeit. Dann haben wir den typischen Lounge Basic Unterhose. Von der habe ich auch ganz, ganz viele in Rot, Rosa, Blau, Schwarz, Grün. Kann ich auch nur empfehlen. Den kann man auch sehr gut zu Highways tragen. Hose ist eigentlich richtig bequem. Hier oben ist auch nochmal ein bisschen mehr Stoff. Sowas mag ich eigentlich noch mehr als bei der anderen, weil das auch hier ein bisschen mehr ist. Ich muss auch dazu sagen, die Lounge-Unterhosen sind wirklich die allerbequemsten Unterhosen, die ich ausprobiert habe, die es gibt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal gibt es Unterhosen, die sind einfach so unbequem. Man setzt sich hin und die sitzt gefühlt schon falsch. Da muss man die irgendwie richten. Dann tut es irgendwie am Po weh, dann da. Also vor allem auch egal, welche Größe man holt. Zuerst dachte ich, ich hole zu kleine Unterhosen. Aber wenn es zu groß ist, dann ist das auch unbequem. Und ich muss sagen, Lounge macht einfach die besten Unterhosen, die ich ausprobiert habe. Und ja, ich würde sagen, das hier ist so ein gutes, cutes Basic, wenn es mal ein bisschen aufregender sein soll, aber nichts zu wildes mit ganz vielen Details. So, dann kommen wir zu einem Set, was ich so noch nicht im Kleiderschrank habe. Ich mir auch noch nie sowas geholt habe. Und deswegen habe ich das Set bestellt, einfach um zu gucken, ob das was für mich ist, ob es mir gefällt. Und ein riesen Pluspunkt für dieses Set ist, dass der BH so rose goldene, also so goldene Details hat. Und das finde ich nochmal, ich weiß nicht, das gibt nochmal so einen cuten Touch einfach. Wie früher habe ich immer Silberschmuck getragen und seit einiger Zeit trage ich nur noch Goldschmuck, also hauptsächlich nur Goldschmuck. Und ich weiß nicht, wenn ich die Details hier sehe, da geht einfach mein Herz auf. Das ist auf jeden Fall das Set, das ist in so einem Flieder, würde ich sagen, auch mit Rosen in so einem Flieder und in Rosa, mit Schleifen vorne. Aber es ist nochmal ganz basic, ist aber hier mit einem Mesh über die Brust, also es ist ungefüttert und man sieht tendenziell halt alles durch. Hier ist oben noch so eine kleine Spitze, was nochmal süßer macht. Das Set habe ich, glaube ich, auch in einer, hier steht es nochmal, in einer 70D habe ich den genommen. Ich glaube, weil es 10 nicht gab. Ihr müsst auch eigentlich echt schnell bei Lounge sein, weil die Sachen sind immer extrem schon ausverkauft. Die ganze Valentinstag-Collection, die war gefühlt direkt ausverkauft. Ich wollte mir da auch davon ein paar Sachen bestellen, aber entweder gab es die noch, aber die waren halt überhaupt nicht in meiner Größe. Also so Körbchen A und dann Unterhose Größe XXL. Deswegen habe ich jetzt leider keins mehr davon bekommen. Es gab auch einen süßen, so ein Pyjama-Kleid auch ausverkauft. Ich hoffe, die werden das noch irgendwie auffüllen, die Ware. Und dann bestelle ich es mir auf jeden Fall. Das war jetzt der BH. Das Set kommt noch mit einer, also ihr könnt alles einzeln bestellen. Früher war bei Lounge das so, dass man immer in Setsweise das holen muss. Jetzt holt man halt, glaube ich, also ich meine, das ist früher so, weil ich bin mir gar nicht zu 1000% sicher. Jetzt holt man einzeln den BH und dann kann man halt noch eine Unterhose dazu bestellen. Und das ist jetzt die Unterhose mit einer Schleife vorne und hinten ist auch noch mal eine Schleife und hier ein bisschen Stoff. Ich muss tatsächlich sagen, so eine Unterhose, von der bin ich nicht ganz so ein Fan, weil das halt wirklich überall nur so Striche sind und hier, ich weiß nicht, irgendwie schmeichelt das meinem Po nicht so sehr. Und dazu gibt es einfach, okay, das sieht ein bisschen crazy aus, so eine Hose, die man drüber ziehen kann. Das habe ich auch in einer M. Also praktisch, dass man so zum Beispiel seinen Boyfriend überrascht und dass man dann die Hose drüber anzieht. Ja, ich muss mal anprobieren, gucken, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob mir das so ein bisschen Pampers-Vibes gibt. Weil wenn das so ganz eng sitzt, nicht die Ampul, dann sieht das vielleicht ein bisschen doof aus oder wie so eine doppelte Unterhose. Aber ich muss mal anprobieren und gucken, wie es aussieht. Aber an sich ist das auch sehr cute und der Stoff fühlt sich extrem gut an. Ich meine, ich habe das manchmal, wenn man in Stores geht und man manchmal so Unterwäsche anfasst, die ist halt dann auch halt wirklich so ein Achtel von diesem Preis oder so.
aber dementsprechend auch die Quali. Und schon bei Unterwäsche sollte man nie Geld sparen, weil es einfach um den Support geht, Bequemlichkeit. Wenn die Unterwäsche nicht sitzt an einem Tag, dann hat man auch direkt schlechte Laune. Und deswegen sollte man an Unterwäsche nicht sparen. Und ich habe meine Lounge-Sachen, meine Sets, die ich zu Hause habe, die habe ich schon so lange, ich glaube schon 3 Jahre, und die sehen halt wirklich wie neu aus. Also da ist wirklich nichts dran, der Stoff ist immer noch gleich, es krümmelt nichts, es ist, die Farbe ist nicht verblasst, gar nichts. Deswegen kann ich es nur empfehlen, ein bisschen Geld für Unterwäsche zu investieren. Dieses Set seid ihr nicht ready. Ich bin einfach schockiert. Ich bin einfach schockt. Pass. Ich zeig's euch erstmal. Guckt euch das einfach mal an. Guckt euch einfach diese Teile an. Lasst es einfach mal für euch, auf euch einwirken. Ich zeige euch jetzt noch die Hose. Die Unterhose. Guckt euch das an. Das kommt dann noch mit so einem Strapsengürtel. Guckt. Also sorry, aber wer sich in diesem Set nicht sexy und nicht geil fühlt und nicht einfach... Klar, es ist ein bisschen viel. Es ist bestimmt auch nicht für jeden was. Aber diese Details, Leute. Hier vorne ist so ein Herz mit einem L drin. Lounge. Dann hier wieder diese goldenen Details. Dann hier hinten Schleifen. Hier komplett diese Blumen, whatever, wie man das nennt. Ich meine, es sieht so süß aus. Er macht die Brust bestimmt so schön. Irgendwie sieht das so groß aus, aber in wie viel Größe habe ich? Auch in 75D. Das sieht so schön aus. Auch diese Blumen und diese Blätter, die da drauf so gestickt sind. Und hier auch diese Spitze mit den Blumen. Perfekte Unterhose dazu. Auch mit diesem Crisscross hier an den Seiten. Und hinten wieder ein bisschen mehr Stoff. Ich finde einfach diese Unterhosen, die sehen einfach so süß aus. Dann hier vorne ist wieder so eine Schleife mit einem Herz. Und hier ist so ein kleines Löchlein. Und hier die Pünktchen, diese... Ich habe mich einfach verliebt, Leute. Dann hier bei dem Strapsengürtel. Das sieht so süß aus. Ich finde das auch süß, wenn man das einfach so hängen lässt. Manche holen sich ja noch so... Strumpfhosen, wie nennt man die? Strümpfe? Oder keine Ahnung, wie man die nennt. Aber ich finde, wenn man das einfach so hängen lässt, sieht das auch sehr sexy und sehr süß aus. Und hier ist wieder so ein Crisscross und wieder diese ganzen Blumen und so ein Mesh und wieder so ein Herz. Es sieht einfach so süß aus. Irgendwie musste ich gerade dran denken, weil ich habe einmal in einem Laden gearbeitet. Und da waren so Mädchen, die waren 13, 14, allerhöchstens. Und die waren halt in der Unterwäscheabteilung, weil ich habe die gerade so aufgefüllt und so. Dann haben die sowas gesehen und meinten so, boah, wie trägt man sowas? Haben die mich halt gefragt, wie trägt man sowas? Wie zieht man sowas an? Und dann habe ich denen das halt erklärt. Aber ich dachte mir gleich halt so, was wollt ihr damit? Leg das wieder zurück. Was ist nicht deine Abteilung? Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob die dann eins mitgenommen hat oder nicht, aber... Ja, ich glaube, ich hatte noch nie so ein schönes Set. Guckt euch das an, das gibt es auch noch dazu für die Oberschenkel. Cute. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Wieder in diesem gleichen Muster, was es halt hier überall an den Unterhosen und an den BH gibt. Wow, einfach nur, einfach nur cute. Aber ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, dass das jetzt mein Lieblingsset war und das... Und das Blau hier. Das ist einfach auch so wunderschön. Aber ich glaube, es liegt einfach mehr daran, weil ich so ein Blau-Freak bin. So, ich habe blaue Augen und deswegen denke ich mir, alles was blau ist, give it to me. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch die ganzen Sachen unten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar so Einblicke verschaffen, was so Lounge an Unterwäsche anbietet. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar... spicy Sachen für euch oder euren Boyfriend gefunden. Übrigens, Lounge macht auch Männerunterwäsche. Ich weiß gar nicht schon wie lange, aber ich habe letztens auf der Website gesehen, dass sie auch Männerunterhosen haben. Ich wollte eigentlich für meinen Freund auch welche bestellen.
Weil die sahen auch sehr nice aus. Die haben mir ein bisschen so Calvin Klein Vibes gegeben. Ja, ich glaube, ich werde die auch mal bestellen. Und dann lasse ich euch wissen, was mein Freund so sagt. Auf jeden Fall, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Set euch am besten gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, ihr schaut ein paar Sachen nach. Falls ja, schickt mir Bilder, schreibt mir gerne. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!